Jo, da sitzt jemand, da ist das Set, da ist eine Katze. Wie das Ganze zustande kommt und worum es heute überhaupt geht, all das gleich nach dem Intro. Servus und hallo, oder besser gesagt, Ave. Ave Martin. Wie ihr vorher schon gesehen habt, wir sind heute zu dritt. Zwei kennt ihr ja schon regelmäßig in meinen Videos, aber ein ganz, ganz guter Freund und lieber Gast ist jetzt auf Österreich-Deutschland-Tour und hat sich bereit erklärt, auch bei mir daheim vorbeizuschauen in meinem Klemmbausteinreich. War jetzt nicht auf dem Laptop. Danke. Entschuldigung. Bleibt drinnen. Ihr wisst, bei mir wird nichts geschnitten, oder nicht wirklich. Ja, ist er eben zu mir auf Besuch gekommen und wir haben gesagt, wenn wir schon hier zusammensitzen, dann nehmen wir uns natürlich auch gleich ein Set vor. Und Kader hat jetzt vor kurzem ein höchst interessantes Set gelauncht. Oh ja. Er hat es vorher zum ersten Mal real vor sich gesehen und Ich bin restlos begeistert. Nicht nur wegen den Farben, ihr kennt's, sondern das wird das erste Set sein mit Technik drin, das ich mit Freuden bauen werde. Ich bin absolut begeistert von dem Teil. Es geht sogar so weit, dass ich fast sprachlos bin. aber nur fast. Also ganz sprachlos braucht man nicht, das wäre ganz, ganz schlecht. Also wie gesagt, ist jetzt 2023 von Kader gelauncht worden. Die C71006W, der Combination Safe, bei Kader bei einer UVP von 43,99. Ihr wisst, ich verlinke es euch gerne unten. Wenn ihr meinen Link gebt, unterstütze mich ein bisschen. Sag schon mal danke und ihr spart euch auch ein paar Prozent. Auch das muss man natürlich dazu sagen. Wir reden hier über scharfe 442 Teile, also ein absolutes Monster-Set. Ja. Wir haben hier, wie üblich, einmal die Schachtel. Auch wieder schön im Design her, auch das ist so ein Relief, also der Tresor selber ist so einem glänzenden Reliefform gedruckt. Man sieht hier auf der Seite schon, dass es wirklich ein dreifaches Kombinationsschloss ist. Ja, die Rückseite zeigt ihn dann im Prinzip noch einmal geöffnet. Ansonsten gibt die Schachtel nicht wirklich viel her. Sie hat leider durch den Transport ein klein wenig gelitten, aber ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt ein absoluter Halsbrecher. Ah, Also, nee. nee. Wir haben hier natürlich wieder die ganzen CE-Kennzeichnungen und notwendigen Siegeln und so weiter. Und das Ganze ist in Kooperation mit einem Designer entstanden, mit JK Brickworks. Auch seinen Kanal verlinke ich euch dann gerne unten. Jo, die Anleitung selber, ja, durchschnittlich stark. Wir haben insgesamt 129 Bauschritte. Es steht zwar ein A davor, wie man es von Kader kennt, das wären eigentlich die einzelnen großen Bauschritte A, B, C, D. In dem Fall gibt es nur A, weil bei 442 Teilen Oh. ist jetzt nicht unbedingt zwangsweise notwendig, dass man da sieben große Sachen hat. Die Anleitung selber fängt da mal an mit einem kleinen Intro vom Designer selber. Dann das typische 1 zu 1 Achsen und so weiter. Kennt man eh auch. Selbiges natürlich für die Liftarme. Dann noch eine kurze Erklärung zum Brick Separator. Witzigerweise waren bei mir in dem Set sogar zwei dabei. Oh, Ich meine, ja, zum Aufbrechen. vermutlich, Wenn du ja. die Kombination vergessen hast. Es wäre natürlich halt dann nachteilig, wenn du aus Sicherheitsgründen die Brick-Separator Dann brauchst du ein zweites Mal, sonst zu kaufen. Ja, Genau. das. Was ich schön finde, ist hier, dass dann nochmal die Erklärung ist über das Zahlenschloss selber, wie es aufgebaut ist, wie es funktioniert. Dann eine hier auf Chinesisch
hier Gott sei Dank auch auf Englisch. Eine kurze Erklärung im Prinzip, wie funktioniert ein Safe überhaupt? Auch das finde ich sehr interessant. Habe ich auch bei Colorsets jetzt noch nicht so häufig gesehen, dass die wirklich solche schönen Einleitungen machen. Ja, und dann geht es im Prinzip auch schon wieder mit dem Bau los. Die Anleitung selber ist eine, sag ich mal, typische Klemmbausteinanleitung. Man sieht immer, was brauche ich, wo baue ich es ein, wie baue ich es zusammen. Also es ist jetzt nichts, was meines Erachtens große Fragen aufwirft. Ganz zum Schluss, die letzten drei Seiten zeigen dann noch wirklich Schritt für Schritt die Zahlenkombination, um das Ding auch wieder aufzubekommen. Nein, jetzt hast du alles verraten. Ich habe eh schon dazu geklappt. Und ganz zum Schluss haben wir natürlich wieder die typische Inventarliste. Jo. Dein Ersteindruck, fangen wir mal so an. Also, schwarzer Kasten mit Gold haben will. Bei einem muss es glitzern, beim anderen muss es Gold sein, wie bei mir. Von vorne her richtig geil, klassisch alter Tresor. So wird man sicher in alten Häusern finden, auch vielleicht in Western könnte ich mir das vorstellen. Gut, das Gebäude wäre dann riesig dazu, aber gefällt mir optisch wirklich, wirklich wunderbar. Aber es ist außer der Front hier ein unscheinbarer Klotz, da muss man sagen. Also so von der Seite, so mein Blickwinkel her, ja, so fast ein Würfel. Aber hier von vorne her, da macht's echt was her, ist echt ein Schmuckstück. Was auch interessant und schön ist, meines Erachtens, diese Zahlen hier auf dem Hauptzahlenrad ist ein Druck. Yep. Hier auf den kleinen Rädern, diese Rillen, sage ich einmal, die man normalerweise hat, um einen guten Griff zu haben, das sind zwei Sticker. Was ich aber in dem Fall auch verstehe, weil so ein Teil rundherum zu bedrucken, könnte ich mir vorstellen, könnte tricky sein. Ja. Sind auch die einzigen zwei Aufkleber, mehr braucht das Set eigentlich auch nicht. Ich finde es Hammer. Ich weiß jetzt nicht, er ist offen. Ist er offen? Er ist offen. Ja, er ist offen. Naja, du hast ihn vorher schon einmal aufgesperrt, also... Ja. Ich würde ihm empfehlen, auch wenn er geöffnet ist, von hinten die Lade heraus zu drücken, weil vorne hat man nicht wirklich so die Möglichkeit zu ziehen und wenn man hier an den Knöpfen zu sehr zieht, dann zieht man sie eher von der Achse ab. Also da eher von hinten herausdrücken. Und ich glaube, es empfiehlt sich wirklich exakt zu bauen, die Steine und die Fliesen gut anzudrücken, weil er ist sehr, sehr satt hier drin. Das rutscht nicht, du kannst kippen und schütteln, das fällt nicht raus, auch wenn die Kombination auf Öffnen steht. Also da gutes, vorsichtiges und exaktes Bauen, dann macht das Teil wirklich Riesenspaß. So ist es, ja. Man kann schön durchschauen. das eigentliche Kernstück besteht im Prinzip aus zwei Fächern. Das hintere Fach ist eben das, wo ich meine Schmuckstücke, Wertsachen, was auch immer drinnen verstecken möchte. Und da vorne ist eben die Zahlenkombination. Und man sieht hier, es sind drei Räder, das heißt, es ist wirklich eine dreifache Verriegelung. Unglaublich. Und das funktioniert. Und es funktioniert. Und zwar wirklich wie bei einem echten Tresor. Man kennt es ja aus Filmen, beziehungsweise vielleicht haben ja manche von euch einen Tresor daheim, dass man bei solchen Zahlenschlössern ja einmal in die eine Richtung dreht bis zur gewünschten Nummer, dann in die Gegenrichtung und dann wieder in die Gegenrichtung. Also immer ein Hin und Her. Und genau so funktioniert auch dieses Zahlenschloss hier. Und das ist... Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Hammer. Vor allem, egal wie du es verdrehst, wenn es geschlossen ist, wenn du wirklich die korrekten Schritte nimmst, die in der Anleitung auch wirklich gut beschrieben sind, kriegst du ihn auf. Es ist auch so, selbst wenn er geöffnet ist, man sieht es hier an dem Rad, es ist ein kleiner Spielraum. Das heißt, ich muss nicht, oder beziehungsweise hier eigentlich, ich muss nicht zwangsweise wirklich auf dem Mikrometer genau einstellen, ein kleiner Spielraum ist. Also da verzeiht er, wenn man es nicht ganz hundertprozentig einstellt.
Aber wenn du einmal dich verdrehst, ich hätte fast gesagt vertippst, musst du wieder ganz mit dem Schritt 1 beginnen, weil das, sonst kriegst du das nicht hin. Ich finde das durchdacht ohne Ende. Am Schluss ist es eigentlich simpel, aber auf die Idee muss man erstmal kommen. So ist es. Vom Feinsten. So ist es, ja. Ja. Also auch ich habe ihn auf der Kader, also ich habe es im Kader-Newsletter eigentlich bekommen, okay, dass sie den launchen. Ich habe dann natürlich gleich auf die Kader-Seite geschaut und gesehen und aha, klick, bestellen und geht schon. Wie ihr wisst, ich bin Partner von Kader, das heißt, ich bestelle im Prinzip hier direkt über Kader. Kann man machen, keine Frage, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, so der Markus von der Klemme hat ihn noch nicht im Sortiment. Es kann durchaus sein, dass im europäischen Markt das immer ein bisschen dauert, bis es dann im Sortiment erscheint. Das heißt, wenn man direkt bei Kader bestellt, wie gesagt, unten der Link, Prozent und so weiter, muss man allerdings fairerweise dazu sagen, kann es sein, dass man ein bisschen eine Wartezeit da hat, weil natürlich die ganzen Sachen, die aus China kommen, werden jetzt nicht einzeln verschickt, sondern die werden zusammengesammelt, Container, und der wird dann losgeschickt. Also wenn man Glück hat, hat man eine Woche später, wenn man Pech hat, kann es auch 2-3 Wochen dauern, je nachdem, wie die Container halt unterwegs sind. Aber ich denke, auf dieses Teil ein bisschen zu warten, sei das in Österreich in der Klemme, oder, ich mache jetzt mal ganz böse Werbung, bei uns ist er gelistet, er ist bestellt, er wird bald eintreffen im Brixhaus. Ich kann euch das Teil unbedingt hundertprozentig empfehlen. Also auch das Brixhaus wird es haben. Garantiert. Ja. Ja. Und den nehme ich gleich mit. Ja, ja. Schau mal da oben. Ja. Genau. Ja, ja, kennen wir. Ja. Ich würde sagen, viel mehr, glaube ich, kann man nicht wirklich dazu sagen. Man könnte jetzt noch verraten, wie das Ganze funktioniert, aber ich denke, die Überraschung lassen wir den Erbauern. Würde ich schon so sagen. Das wäre dann... Also, es ist ganz... Nee, vergesst es. Seid gespannt. Also, ich habe es ja nicht gebaut, aber ich habe geguckt, wie es funktioniert. Ich habe mit der Anleitung das Ganze gedreht und nochmal gedreht. Und dann hier Öffnungsmechanismus. Wie gesagt, ja, begeistert, absolut, sprachlos, absolut, Hammer. Ja. Vielen Dank, dass ich das bei dir sehen durfte. Danke, dass du zu Besuch bist. Danke, dass wir gemeinsam dieses Video machen können. Ja klar, gerne. Ihr wisst das, das ist mein zweiter Tresor. Einen habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Ich verlinke euch gerne da oben. Das war der damals vom Bricklink Designer Programm. Die beiden direkt zu vergleichen ist schwer bzw. fast unmöglich. Also abgesehen von der Größe und vom Design her, der andere Tresor hat auch einen funktionierenden Schließmechanismus, ist eine, im Prinzip eine Zweierkombination. Der große Unterschied ist, hier ist alleine durch den Bau die Kombination eigentlich fix vorgegeben. Bei dem anderen Tresor ist es so, da ist die Kombination durch diese einmal zwei oder zwei Bricks hohen Röhrchen vorgegeben. Und je nachdem, wie ich die auf dem Rad setze, kann ich manuell die Kombination ändern. Das ist eigentlich der einzig große gravierende Unterschied. Oh. Aber das spielt keine Rolle bei dem. Du bist genügend damit beschäftigt, die Kombination hier zu merken. So, wenn du sie noch selbst einstellen kannst, dann brauchst du einen Brickseparator wieder. So, weil ist das vergisst du. So ist es. Außerdem, wer wirklich einen Tresor daheim hat, wie oft ändert man die Kombination? Nach dem Kauf vielleicht einmal auf seine eigene, und das war's eigentlich. Und was grundsätzlich aus Sicherheitsgründen ja eigentlich sowieso wichtig ist: Kombination einstellen, merken, vernichten. Nee. Nicht aufheben. Nee. Oder die Kombination kommt in den Tresor. Wobei, genau, das könnte bei der Anleitung ein bisschen tricky werden. Ja. Aber die Idee ist gut, ja. Ja. Ja, dann nochmal vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, ich hab zu danken. Wir werden jetzt noch ein bisschen gemeinsam die Zeit hier in Wien verbringen. Und ansonsten, wir sehen uns, ihr seht
ihn im nächsten Video, im nächsten Livestream, auch gerne wieder gemeinsam im Livestream. Sehr gerne. Oder auf einer der kommenden Ausstellungen, zumindest bei mir, ist es jetzt am 17. und 18. Juni in Ernstbrunn. Da bist du ja leider schon wieder auf dem Weg in Deutschland unterwegs. Richtig. Aber auch du bist sicher auf diversen Ausstellungen zugegen. Wenn es terminlich passt, auf jeden Fall. Wenn auch nicht zwangsweise als Aussteller, aber... Als Besucher. Als Besucher. Ja, klar. Also auch ihm kann man immer wieder gerne über den Weg laufen und netten Smalltalk halten. Sprecht mich einfach an. Ich beiße nicht. Nur auf Wunsch. Ja. In diesem Sinne, habt noch eine wunderschöne Zeit. Bleibt unserer Community treu und... Bis zum nächsten Mal. Euer Cäsar, Abi zusammen und euer Brickfan Vienna.